Ja, ich möchte alle, die jetzt den Weg hierher gefunden haben, ganz herzlich willkommen heißen zu unserem neuen Eventformat von Psychalumni, das wir genannt haben Psychologie in Praxis und Forschung. Und das inhaltliche Ziel dieses Eventformates ist es, dass wir das Wechselspiel zwischen Praxis und Forschung in der Psychologie genauer beleuchten können. Fragen können beispielsweise sein, wie beeinflusst die Praxis die psychologische Forschung und welche Theorien und Modelle der Psychologie werden wie in der Praxis angewendet. Und dieses Format liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich nämlich finde, dass Forschung und Praxis viel näher zusammenrücken und sich austauschen sollten. Weil belegt ist, dass evidenzbasierte Praxis nachweislich wirksamer ist und weil die Forschung Impulse braucht aus der Praxis, einfach um zu wissen, was die aktuellen Themen, Fragen und Probleme sind, die sie dann aufgreifen kann. Den Auftakt von heute macht Teamelement Katrin Strelau. Und sie wird uns heute einen Einblick geben in ihre Arbeit und darauf eingehen, wie hippe Newcomer und bewährte Klassiker aus der psychologischen Forschung in Teamentwicklung und Coaching eingesetzt werden können. Kathi und ich kennen uns seit 2001. Ja, wir können in 2 Jahren tatsächlich unsere Silberhochzeit feiern. Wir haben uns nämlich im Psychologiestudium in Bielefeld kennengelernt und da viel gemeinsame Zeit verbracht. Unter anderem beim Vertiefen von Arbeits- und Organisationspsychologie. Wir hatten nämlich sogar ein Corporate Design für unsere gemeinsamen PowerPoint-Vorträge. Und wir haben im Fitnessstudio viel Zeit zusammen verbracht, auf dem Laufband, um uns gegenseitig für die Prüfungen abzufragen. Sie ist im Ich glaube Ruhrpott ja, es von. war mehr, sie hat mich abgefragt, aber. Kathi ist im Ruhrpott in Deutschland als große Schwester einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Und hat nach dem Studium 11 Jahre in Unternehmen als Arbeits- und Organisationspsychologin gearbeitet und dort verschiedenste Aufgaben im Bereich Trainings, Workshops, Projektleitung und Beratung übernommen. Und sie bildet sich sehr aktiv und regelmäßig weiter, zum Beispiel durch Supervision und Weiterbildung zu Persönlichkeit, Agilität, Change und Neurocoaching. Und sie hat Teamelement in Essen gegründet, auch im Ruhrpott, um fehlende Angebote für Teams, Führungskräfte und Personalentwicklung anbieten zu können. Und heute wird es interaktiv und das heißt auch, dass Sie Ihre und Ihr Eure inhaltlichen Fragen währenddessen einfach stellen könnt. Und ihr könnt dafür einfach den Handheben-Button drücken, damit wir sehen, wer was sagen möchte. Und dann würden wir dann das Wort übergeben. Und jetzt übergebe ich Kathi das Wort und wünsche uns allen spannende Impulse und Inspirationen. Ja, ganz lieben Dank, Claudi. Und das ergibt sich auch nicht von ungefähr, weil schon in der Studienzeit war das so, dass Claudi immer die Vertreterin der Forschung war und ich die Vertreterin der Praxis. Also das scheint auch in uns so stärkenmäßig veranlagt zu sein. Deswegen ist Claudi jetzt Professorin und ich selbstständig. Was soll man sagen? Stärken sehr gut ausgelebt. Genau, ich freue mich sehr, euch heute kennenzulernen und die Zeit mit euch zu verbringen. Ich bin, wenn ihr vielleicht Claudia schon kennt, ich bin eine sehr direkte Person und sehr locker. Ich möchte euch heute als Mensch begegnen, nicht mit irgendeiner Rolle, nicht mit irgendeiner Hierarchie, sondern einfach ja, auf Augenhöhe. Und ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Ich bin gleich ganz gespannt, auch ein bisschen zu hören, wo ihr gerade so herkommt, was auch euer Tätigkeitsfeld ist. Ich sehe gerade nämlich auch einen alten Kollegen, einen ehemaligen Kollegen von mir. Alt ist er nicht, der Matthäus Thunbrink. Hallo, schön dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Guten Tag. Sehr schön. Und genau, deswegen hoffe ich, dass es in Ordnung ist, wenn wir uns heute miteinander duzen. Wenn ihr gerne gesiezt werden möchtet, dann sprecht mich einfach mit Sie an, dann wechsle ich. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir heute einfach Mensch sein dürfen und genussvolle 1,5 Stunden miteinander verbringen dürfen. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht und bevor wir darin einsteigen, möchte ich aber dennoch gerne so ein bisschen wissen, wer ihr seid und wer hier mit auch in dieser Runde ist. Deswegen würde ich euch einfach mal bitten, dass ihr einmal kurz euren Chat öffnet im Zoom und einfach mal mit einer 1 reinschreibt, wenn ihr aus der Schweiz seid, auch ursprünglich, ne? Eine 2, wenn ihr aus Deutschland seid und eine 3, wenn ihr aus einem anderen Land kommt. Dass wir mal so ein bisschen im Überblick haben, wen wir hier so bei uns haben. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz. Wie schön. Ja, das finde ich das Tolle an Online, ne? Ich muss gar nicht lange unterwegs sein und darf mich direkt zu euch beamen. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass ihr auch mit dabei seid.
Sehr schön, genau. Und ich würde auch gerne wissen, wie wir heute so verteilt sind, ne? Also wie ist so der Anteil an denjenigen, die in der Wissenschaft sind und an denjenigen, die in der Praxis tätig sind, vielleicht auch in der Wirtschaft. Vielleicht packt ihr noch mal eine Eins in den Chat, wenn ihr in der Wissenschaft tätig seid, und eine Zwei in den Chat, wenn ihr eher in der Praxis und in der Wirtschaft unterwegs seid. Eins und Zwei, ah, das sind mir die Liebsten. Genau. Sehr schön. Ja, also gut gemischt, würde ich sagen. Ja, prima. Vielen, vielen Dank. Genau, und Claudia hat es ja gerade schon angemerkt, ne? Also wenn zwischendrin Fragen sind, wir werden auch immer mal wieder Möglichkeiten geben zum Austausch. Aber wenn auch zwischendrin Fragen sind, dann ja, meldet euch gerne, und das soll hier eine lockere Runde werden, wo wir uns einfach gemeinsam inspirieren und austauschen können. Ihr seht es auf der Startfolie. Ich bin gerade dabei, ein Logo-Relaunch zu machen. Das heißt, ich bin jetzt seit 4 Jahren selbstständig. Ich habe vorher ja über 11 Jahre in einem mittelständischen Bauunternehmen gearbeitet. Und in meiner Selbstständigkeit darf ich mich einfach jetzt so richtig verwirklichen mit allem, was mich ausmacht. Darf immer noch mit Menschen arbeiten. Das habe ich vorher in der Personalentwicklung natürlich auch getan. Und darf eben jetzt noch mehr auch, ne, ein bisschen spirituelle Themen manchmal mit reinbringen, aber eben auch Musik, Genuss, alles, was so den Menschen auch erfreut. Das heißt, wenn ihr mich später sucht oder, ne, euch vielleicht auch mit mir vernetzen möchtet über LinkedIn oder Instagram, dann wundert euch nicht, wenn irgendwann das Seepferdchen ersetzt wird durch die Welle, ne? Also das ist immer noch das Gleiche, das bin immer noch ich. Genau, und es durfte jetzt einfach ein neuer Status her nach 4 Jahren. Genau. Ich würde einfach direkt mal starten mit dem, was ich heute für euch mitgebracht habe. Und zwar habe ich einfach mal für mich so überlegt, nach dem Studium habe ich natürlich unheimlich viel mitgenommen, was auch ja an verschiedenen Psychologiebereichen so in mir schlummerte, ne? Also ich habe ja noch auf Diplom studieren dürfen und habe dann mich durch das Grundlagenstudium quälen dürfen. Tatsächlich war es für mich eine Qual, weil ich die Grundlagen nicht so spannend fand und immer die ganze Zeit schon auf Arbeits- und Organisationspsychologie hingehofft habe. Und jetzt so im Nachgang merke ich doch, wie mich das geprägt und auch bestückt hat mit ganz viel Wissen und mit ganz vielen Themen. Und ich habe einfach mal geschaut, was aus den aktuellen Themen, die ich so sehr viel in Zusammenarbeit mit meinen Kunden berücksichtige, ich denn auch wiederfinde aus der Grundlagenpsychologie. Und da habe ich jetzt, ne, neben der positiven Psychologie, was wir hier ganz am Anfang sehen, auch gesehen, dass ich aus der Kognitionspsychologie einiges anwende, aus der Motivationspsychologie, der Sozialpsychologie, natürlich auch Persönlichkeitspsychologie. Das ist, glaube ich, so mit das, was mich die ganze Zeit begleitet, immer wenn ich mit Menschen arbeite oder auch zusammenlebe. Da ganz besonders auch die Persönlichkeitspsychologie. Und was ich gerade merke, was so mein Eindruck ist seit Corona, dass auch die Emotionspsychologie gerade wieder einen größeren Anteil nimmt in meiner Welt. Und ich auch doch auch merke, dass viele Menschen teilweise überlastungsbedingt, aber vielleicht auch aufgrund der, ja, anderen Rahmenbedingungen, ne, der unruhigen Außenzeiten, dass da einfach viel mehr Emotionen hochploppen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr die Erfahrung gerade auch macht, aber mir geht es oft so, dass wenn ich in Unternehmen bin, mit Teams arbeite oder auch in Coachings und 1-zu-1-Sitzungen, ich sehr viel häufiger mit sehr starken Emotionen zu tun habe. Das können Wut sein, schon in der Begrüßungsrunde, man über irgendwas so richtig fähnen vor, ne, Rührung, Überlastung, was auch immer. Ganz spannendes Thema. Da würde ich heute gar nicht so tief drauf eingehen, aber finde ich auch spannend, so zu sehen, wie sich im Laufe der Zeit auch bestimmte Themen so fokussieren. So ist zumindest mein Eindruck. Und ich habe euch Themen, also positive Psychologie, Kognitionspsychologie, Motivation und auch Sozialpsychologie, einfach mal so ein paar Themen mitgebracht, wie ich meine, dass ich aktuell ja, meine praktischen Themen auch verbinde mit Theorien aus der Psychologie. Und dann springe ich einfach direkt mal in das Erste rein. Positive Psychologie ist ja in den letzten Jahren, also vor allem ja in den USA, schon länger etabliert. Auch Martin Seligmann hat das ja sehr vorangetrieben, das Thema. Ich bin da sehr inspiriert durch Claudia Harzer, ist ja klar. Wir waren da eng verknüpft, und dann durfte ich das auch so ein bisschen mitbeobachten. Hätte ich mich sehr gefreut, wenn es positive Psychologie schon gegeben hätte, als ich studiert habe. Das war da leider noch kein Fach. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass ich da jetzt so viel noch mich auch weiterbilden darf in dem Bereich. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch schon mal das Perma-Modell kennengelernt hat. Ich habe so ein Buch, das gibt's, zeige ich euch auch am Ende nochmal, ne, wenn man sich mit positiver Psychologie beschäftigt, zeigt das einfach ganz schön, ne, welche verschiedenen Themen, oder dass es vor allem 5 Themen sind, die dafür sorgen, dass Menschen einfach noch mehr Wohlbefinden empfinden können und auch so richtig aufblühen können. Und das ist eben etwas, was mich auch sehr
Begeistert. Ich sehe meine Zusammenarbeit mit Menschen, mit Teams, mit Einzelpersonen immer so, dass ich auch gerne die mit einem Lächeln wieder nach Hause schicke. Und deswegen finde ich die positive Psychologie so schön, ne? Weil irgendwie schwierige Themen gibt es genug im Alltag und dann Menschen mal wieder auch einen Moment zu schenken, wo sie bei sich ankommen können, wo sie glücklich sind, das ja, glaube ich, macht unheimlich viel aus. Und bei diesen 5 Themen, die hier eben genannt sind, dann Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning and Accomplishments, das sind Bereiche, die man natürlich nutzen kann, auch wunderbar in der Arbeitswelt. Und ich kenne das manchmal so, dass, ne, also gerade auch, ich war ja in einem sehr ingenieurlastigen Gebiet tätig, da zählen halt eher so Controlling, Zahlen, Daten, Fakten, ne? Und da ist viel, was mit Psychologie zu tun hat, im ersten Moment vielleicht ein bisschen Shishi, kann ich das so sagen. Und das ist natürlich dann schön, wenn man da auch die Wissenschaft im Rücken hat und auch da ein bisschen was sagen kann. Und gleichzeitig finde ich es da auch so schön, dass man eben so viel erleben kann. Und ich benutze 2 Themen jetzt schon sehr regelmäßig, immer wieder in Teamentwicklungen, in Workshops, die ich mache. Das eine ist die Stärkendusche. Vielleicht könnt ihr mal gerade eins in den Chat schreiben, wenn ihr die schon kennt. Wer kennt schon eine Stärkendusche? Hat die vielleicht auch schon mal angewendet? Ja, okay, eher vereinzelt. Oder es braucht noch, bis ihr den Chat wiederfindet. Genau, ja, vielleicht. Vielleicht sowas oder sowas ähnliches. Also mit Stärkendusche ist einfach gemeint, dass wenn man in einem Team zusammensitzt, sich das Team immer eine Person gerade aussucht. Und dann alle im Team eine Stärke sagen dürfen, die sie bei der Person empfinden. Das kann ein Talent sein, das kann eine Charakterstärke sein, das kann etwas sein, was sie besonders an der Person schätzen. Und dann geht das immer reihum. Das heißt, es ist immer erst die eine Person im Fokus, dann dürfen alle was sagen, dann ist die nächste Person dran. Manchmal mache ich das auch mit Zetteln, dass sie dann so ein Blatt haben und jeder darf den Zettel dann der Person schenken. Dann hat jemand hinterher so eine richtige Stärkendusche auch auf dem Zettel und kann die sich mit nach Hause nehmen. Andere Variante davon ist, dass man Personen, dass man durch den Raum gehen kann und Personen haben auf dem Rücken einen großen Zettel und dann dürfen da die Stärken draufgeschrieben werden, ne? Also es gibt so verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Und meine Erfahrung ist, dass gerade auch in Teams, wenn ich mit Teams zusammenarbeite, das unheimlich dafür sorgt, dass die Menschen sich gesehen fühlen. Man sieht ganz oft Tränen der Rührung in den Augen, weil man ganz selten genau über solche Themen spricht. Oft in der Wirtschaft erlebe ich, dass es eher, ne, darum geht, wo war jetzt noch ein Fehler, was können wir noch verbessern, wo können wir noch schneller, besser, weiter, höher werden. Und sich aber auch mal wirklich wieder als Menschen wahrzunehmen und das, was uns auszeichnet und was uns auch im Besonderen auszeichnet, das sorgt meiner Erfahrung nach einfach immer unglaublich für, ja, Rührung, für Verbundenheit auch zwischen den Menschen und ganz oft auch für Überraschung. Weil manchmal die Personen sich auch schwer tun, ja, selbst herauszufinden, was sind eigentlich meine Stärken und wie werde ich auch von anderen gesehen, aber auch für Überraschungen, weil sie manchmal überrascht sind, dass die anderen sie so gut kennen. Und weil das eben oft gar nicht so die Themen sind, über die man im Arbeitsalltag so spricht, ja, ist das einfach etwas, wo man merkt, dass das Team unheimlich zusammenwächst. Und das mache ich manchmal auch total gerne zum Abschluss von einem Workshop. Also je nachdem, was ihr so macht, können wir gerne gleich auch nochmal ein bisschen drauf gucken, wie ihr das vielleicht nutzen könntet. Kann man das entweder super zum Einstieg machen oder auch, ne, zum Ausstieg, wenn ein Team ja, zusammenarbeitet. Auch in Meetings kann ich mir das total gut vorstellen, ne? Also wenn man so kleinere Meetings hat, dass man auch das da anwenden kann. Je nachdem, wie groß die Gruppe ist, kann man die natürlich auch teilen. Ist so eine Sache, die dauert so in der Regel eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Also jetzt auch keine Ewigkeit. Genau. Weitere Variante dazu ist das Plus-Plus-Feedback. Das habe ich noch mit aufgenommen. Also für mich ist so das Kraftvollste tatsächlich die Stärkendusche, um auch so den persönlichen Fokus mal wieder auf Stärken zu lenken. Das Plus-Plus-Feedback finde ich ganz schön als Alternative. Ich bin groß geworden mit smarten Zielen, mit sehr strukturierten Mitarbeitergesprächen im Unternehmen, mit so Themen wie 360-Grad-Feedback. Und da geht es ja immer sehr viel um Verhaltenskorrektur, ne? Also das und das brauchen wir für diese Position. Das ist unser Kompetenzmodell. Und für die und die Position brauchst du bitte die und die Kompetenzen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir dich befähigen, dass du diese Kompetenzen auch erlernst. Und das ist auch sinnvoll und hilfreich. Und gleichzeitig finde ich es auch gut, nochmal zu gucken, wie kann ich die Stärkenaspekte von Personen stärker nutzen, mich ein bisschen lösen von, eine projektleitende Person muss immer genau die und die Kompetenzen mit deinen Stärken, mit deinen Talenten.
in der Rolle als Projektleiterin aktiv sein und das, was dich ausmacht, reinbringen, um im Arbeitsprozess ein gutes Stück voranzukommen. Das ist einfach ein bisschen ein anderer Blickwinkel, würde ich mal sagen. Und da mache ich total gerne das Plus-Plus-Feedback und ich kann hier nochmal ein bisschen näher rein scrollen, bekomme das auch gerne im Nachgang. Da geht es darum, dass also dass immer zwei Personen miteinander sprechen. Und Person 1 gibt Person 2 Feedback. Und zwar in der Form, dass sie einfach mal 3 bis 5 Stärken, Fähigkeiten, Besonderheiten, Talente nennt, die sie bei der Person entdeckt. Das kann auf Teamebene ge sich gegenseitig natürlich gegeben werden, aber auch zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Und dann ist das nächste, und das ist eben das, was auch vielleicht gar nicht so einfach ist, dann noch zu sagen, wenn du diese Stärke ausbaust oder dieses Verhalten ergänzt, stärkst, dann wärst du noch wirkungsvoller. Ja? Also das heißt, ich nehme die Stärken, das ist halt Schritt 1, und ich muss erstmal gucken, welche Stärken, Talente hat denn eine Person, was nehme ich denn wahr und wie könnte diese Stärke, dieses Verhalten noch kraftvoller werden in bestimmten Arbeitssituationen. Und das so als Angebot, ne, für eine Person eben auch zu helfen, wie man dieses Plus-Plus-Feedback dazu nutzen kann, auch zu einer Verbesserung in Arbeitsprozessen zu sorgen und aber dafür nicht so sehr an der Person herumzuschrauben, sondern eher das zu nehmen, was schon da ist und zu verstärken. Das ist die Idee dahinter. Genau, und das nutze ich, ihr findet es dann hier unten, ne, macht es möglich, zeigt es so ein bisschen. Also das ist jetzt immer der Aufbau für die verschiedenen Themen. Es gibt oben ein bisschen Infos, worauf stütze ich mich in der Theorie, dann welche Tools habe ich im Einsatz und wie kann man das auch umsetzen? Wo nutze ich das? Was sind die Situationen? Nutze ich gerne selber für mich, wenn ich in Coachings bin, so als Haltung, ne? Also auch immer ein bisschen zu gucken, was für Stärken, Ressourcen sind schon bei meinem Coachee vorhanden oder stecken auch im Team, in der Person. Und super gerne eben auch in der Teamentwicklung zum Abschluss, um alle mit einem Lächeln nach Hause zu schicken. Genau. So viel erstmal zu Punkt 1. Und wir hatten uns überlegt, weil unser Format ja auch dazu da sein soll, dass wir einfach gemeinsam uns vernetzen und miteinander austauschen können. Haben Claudia und ich überlegt, bevor wir jetzt hier immer nur in der großen Runde bleiben, vielleicht machen wir einfach eine ganz kurze Breakout-Session, ne, von Teams, so ungefähr 3 Personen. Müssen wir mal gucken, wie es aufkommt, dass ihr euch einfach ganz kurz in einer Mini-Breakout-Session nochmal kennenlernen, austauschen könnt und auch nochmal weitere Anwendungsbeispiele sammeln könnt. Also gibt es bei euch schon Anwendungsbeispiele, wie ihr Themen, Methoden, Haltungen aus der positiven Psychologie in eurem Arbeitsalltag nutzt. Genau. Und da hat Claudi, glaube ich, im Hintergrund schon ein bisschen Genau. vorbereitet. Ja, vielleicht wollen wir noch kurz sagen, wie viele Minuten wir ungefähr Ja, dafür super nutzen gern. sollen. Ich würde sagen, 7 Minuten. Okay. Ich würde So jetzt lange braucht alle ein gutes zufällig Ei. zuteilen und nach 7 Minuten kommen wir dann alle wieder. Okay? Bereit? Sehr schön. Es sind jetzt 3 bis 4 Teilnehmer pro Gruppe. Super. Bis gleich. Sehr schön. Ja, wir Ja. hoffen, ihr hattet schöne Gespräche. Genau, vielleicht mag der ein oder die andere mal was teilen, ne? Was es bei euch noch so gab, dass wir so ein bisschen scheren können. Wer hat mal Lust zu erzählen? Ich kann ja mal berichten. Wir Gerne. sind aus verschiedenen, ich würde sagen, wir sind irgendwie aus verschiedenen Berufskategorien und wenn die Lichtverhältnisse richtig sind, sind auch aus verschiedenen Generationen. Und einerseits aus dem therapeutischen Hintergrund, andererseits auch Fachfrau, die viel mit Agilität zu tun hat und ich, wo früher mich auch mit der positiven Psychologie auch meine Lizenziatsarbeit damals geschrieben habe. Wir haben verschiedene Hintergründe, verschiedene Geschichten. Und ich glaube, wenn ihr uns jetzt noch 24 Minuten hättet weiter diskutieren lassen, hätten wir Inhalt gefunden. Okay. Also seid ihr gerade so weit gekommen, euch vorzustellen? Ja. Genau. Ja, ist ja auch gut. Vielleicht ein positiver Anfang. Genau, sehr schön. Ja, wie war's bei den anderen? Wer mag noch teilen? Also bei uns war es folgendermaßen, dass wir zumindest gesagt haben, also wir benutzen das, wir waren zu dritt sehr stark im Coaching oder sagen wir, in der Einzelberatung, um da Feedback zu geben. Dann war nochmal wichtig, dass auch je nach Auftrag unterschiedlich Feedback gegeben wird, auch also offen jetzt eine anonyme Befragung oder sagen wir, im Rahmen von einem Workshop oder von einer Teamentwicklung, dass da auch vorher der Auftrag da ist, was gemacht wird. Ein weiterer Punkt ist, der wichtig ist, dass
ein Vertrauensverhältnis da sein muss. Oder auch Menschen, die sich kennen oder auch in einer Unternehmenskultur, die vielleicht Feedback schon gut kann, auch Ja. negatives Feedback, dass da immer wieder notwendig ist, eine Vertrauensbasis, zum Beispiel in einem Workshop aufzubauen und immer wieder zu gucken, wie weit kann ich die Menschen fordern, wie weit sind die befähigt. Und dann zum Beispiel mit so einer Dusche dann auch oder mit so einem Vier-Augen-Gespräch, manchmal ist auch die Frage, wie mache ich das in der großen Gruppe oder in der kleinen Gruppe, also dass auch Feedback oder ehrliches Feedback gegeben wird, ja. Also gerne nochmal Ergänzung aus meiner Gruppe, bitte. Scheint alles gesagt worden zu sein. Sehr gut. Ja, schön. Genau, ja. Und deine, also war das eine echte Frage? Macht man es eher im Einzel oder in der Gruppe? Oder das war einfach eine Frage, die so mitschwingt und die ihr euch noch beantworten werdet? Ja, die Des haben wir dann schon Weiteren. diskutiert, also weil wir kommen auch teilweise aus unterschiedlichen Ja. Arbeitsschwerpunkten. Genau, ja. Genau, ja. Ja, mein erster Impuls dazu wäre, wenn du es in der Gruppe machst, dann würde ich es immer mit mehreren machen und nicht nur mit einer Person. Und wenn du es explizit für eine machst, dann würde ich es eher im 1 zu 1 machen. Das wäre so mein erster Impuls dazu. Aber genau, da mag es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Rahmenbedingungen geben. Ja, danke schön. Super. Wie ist es bei den anderen? Mag noch jemand teilen? Ja, also wir haben unter anderem darüber gesprochen, dass die Uni Zürich ja so einen Charakterstärkentest oder ein ganzes Portfolio bereitgestellt hat und dass das von einem Kollegen auch eingesetzt wird im Coaching, in Seminaren. Und ich habe das auch schon mal eingesetzt und mir ist dann aufgefallen, dass man zwar toll findet, wo man hohe Werte hat, aber dass trotzdem die Aufmerksamkeit sehr schnell dann zu den Bereichen geht, wo man weniger Punkte hatte und dachte, ah, da müsste ich noch etwas verbessern. Also so die Tendenz des Menschen dann doch zu schauen, wo gibt es noch irgendeine Lücke und so Ja. die Verbesserung, dass die auch bei solchen Instrumenten besteht. Ja, Und absolut. ja. Und ein anderer Aspekt ist noch eben, ich bin selbst in der Medienpsychologie tätig, geht es zum Beispiel um die Wirkung von Medien für Kinder und Jugendliche, dass ich da versuche, eben nicht nur die Risiken zu fokussieren, sondern die Chancen quasi, wo helfen Medien den Kindern positiv aufzuwachsen. Da erlebe ich das auch als sehr hilfreich, auch entlastend für Eltern beispielsweise, wenn sie sich diese Perspektive mal vornehmen. Ja, super spannend, danke schön. Ja, und das erlebe ich auch. Also es gibt und da bin ich, wäre ich mal gespannt, ne? Auch das könnte man auch mal diskutieren. Ist es menschlich, auf die fehlenden Dinge zu gucken, oder ist es tatsächlich kulturelle Prägung? Ne? Also auch wenn ich jetzt so überlege, bei uns in Deutschland zumindest oder bei mir in der Schulzeit war es auch so, ne, dass also allein wenn man sich anguckt, wie Sachen korrigiert werden, ne, werden ja nur die Sachen eingekratzt, die falsch sind. So, und das merke ich auch und da habe ich unheimlich Spaß dran, in Menschen auch immer mal wieder so zu challengen und zu gucken, ne? Und genau, wend mal den Blick weg von dem, was nicht da ist, hin zu dem, was da ist und mach mal die Erfahrung, wie es dann ist, wie es sich dann anfühlt. Und das ist so cool, einfach nur in die Gesichter zu gucken, wie sich die Gesichter verändern, wenn man so sein darf, wie man ist. Und irgendwie diesen, also ich bin kein Freund von nur Positiven. Es darf auch Probleme geben und die sind zum Lösen da. Aber allein zu sehen, wie das ist, wenn Menschen sich gesehen fühlen und einfach sich mit dem, wie sie sind, auch einbringen dürfen. Und das ist auch meine Erfahrung. Manchmal wissen Menschen das gar nicht mehr. Sie haben so viele Kompetenzen erlernt und sich in so vielen Rahmenbedingungen manchmal versucht, da reinzupressen, damit sie dazugehören, damit sie genügen, damit sie eine gute Leistung bringen und wissen gar nicht mehr, was ihnen wirklich Freude bereitet. Und das ist so ein bisschen, sehe ich auch so ein bisschen als meinen Auftrag, das wieder aus den Menschen rauszukitzeln und zu aktivieren. Genau. Ja, sehr schön, spannend. Gibt es gerade noch aktuell Fragen zum Thema positive Psychologie? Etwas, was jetzt noch unbedingt geteilt werden möchte? Oder ist das so rund für euch? Weil dann würde ich zum nächsten gehen. Also ich hätte noch eine Ergänzung, wenn ich Gerne. darf. Ja. Feedback, oder Rückmeldung. Ich habe so eine spielerische Variante. Ich kann die Ja. mal reinhalten. Seht ihr es? Personality Personality Poker. Poker. Das weiß ich nicht, Cool. ob es das noch gibt. Und zwar ist das
die Möglichkeit, wenn du also mit dem Team arbeitest, das hast du schon länger kennt, dass die also spielen, das heißt mit Karten, das sind solche Karten, das sind Eigenschaftsbegriffe drauf. Ja, und zwar positiv. Und du hast dann drei Felder vor dir liegen, also mehr desselben. Also zum Beispiel, wenn jemand drüben, sagt jemand, die ist sehr impulsiv, ne? Also mehr desselben, beibehalten oder weniger. Das heißt, wenn du dran bist mit dem Spiel, ziehst du einen Stapel und legst dann für eine bestimmte Person die Karte hin. Und dann hat zum Schluss jeder dann so ein Bild von sich und kann dann nochmal im Vier-Augen-Gespräch nochmal konkretisieren lassen, nein, impulsiv erlebe ich mich gar nicht so, in welchen Situationen ist das dann? Das gab es mal, ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen eine Neuauflage gibt, also einfach als Hinweis. Ja, cool, vielen Dank, super. Ja, genauso dachte ich mir das, dass wir uns hier alle ein bisschen gegenseitig inspirieren. Sehr schön, vielen Dank. Genau, ich habe es auch mit schon auf die Folie gepackt. Ich würde gerade noch mal wieder teilen. Jetzt müsstet ihr wieder meinen Bildschirm sehen, hoffentlich. Genau, ne? Also ich habe es hier einfach direkt mal mit draufgepackt, den Impuls von Elmar. Vielen Dank dafür, ne? Also wenn ihr das im Nachgang bekommt, dann werdet ihr das da auch auf jeden Fall wiederfinden. Okay, gehen wir mal zum Thema Kognitionspsychologie. Da habe ich mir, ist ja auch ein weites Feld, und ne, da könnte man jetzt auch wahrscheinlich Monate mit füllen, nur mit diesem Thema. Deswegen, ich habe mir einfach so ein paar kleine Häppchen mal rausgesucht. Und hier jetzt einfach mal das Modell der dysfunktionalen Denkmuster rausgesucht. Ne? Also in der Kognitionspsychologie gibt es ja das Thema der dysfunktionalen Denkmuster, und dass eine Idee ist, dass man die eben identifizieren kann und ändern kann, um das Verhalten und die Emotionen positiv zu beeinflussen. Eine ganz typische Variante, wie man das machen kann, ist ja zum Beispiel das Reframing. Habt ihr bestimmt auch schon gehört, kennt ihr bestimmt. Genau, und das ist so ein ähnliches Modell oder eine andere Möglichkeit. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schreibt da gerne nochmal eine Chat, eine Eins in den Chat, wenn ihr das kennt, den Circle of Influence von Stephen Covey. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Gebt mir gerne ein kleines Signal. Pia kennt es schon, ja. Ja, super, genau, ne? Und das ist eben der Circle of Influence. Ja, das klingt nach Begeisterung. Genau. Ich finde den auch total super. Und ich nehme gerne solche sehr guten Modelle, wo sich Menschen ganz viel zu gedacht haben, und garniere die mit ein bisschen strehlauscher Verspieltheit, könnte man sagen. Und zwar bin ich ein Freund davon, Modelle oder Themen, die im Kopf bleiben sollen, immer mit einem sehr prägnanten Bild zu symbolisieren, damit es einfach leichter hängen bleibt. Und da ist mir irgendwann mal, weiß nicht, einfach so wahrscheinlich, dass die Idee eines Spiegeleis gekommen. Also der Circle of Influence besagt halt, dass du verschiedene Einflussbereiche hast, ne? Und bestimmte Situationen liegen in verschiedenen Einflussbereichen von dir selber. Also du kannst dir das so vorstellen wie bei einer Pfanne, und da drin ist ein Ei. Und die Pfanne, das können eben, in dem Fall wäre das jetzt beim Circle of Influence, Concern anliegen. Das heißt, hier hast du fast gar keinen Einfluss, ne? Und du reagierst nur, statt aktiv zu handeln. Also ein typisches Unternehmensbeispiel könnte hier sein, die Geschäftsführung entscheidet, dass ein bestimmtes Produkt nicht mehr vertrieben wird. Ne? Da kannst du dagegen sein oder das gut finden. Auf jeden Fall trifft die Entscheidung wer anders. Ne? Oder wenn wir das, ne, den Bereich noch größer machen, sowas wie Corona. Ne? Da machen wir nichts, da gucken wir nur zu. Und gucken dann, ne, wie können wir darauf reagieren. Dann haben wir das Weiße vom Ei. Das ist etwas, wo ich zwar schon Einfluss habe, aber meine Handlungen immer noch von anderen abhängen. Also das sind so typische Situationen, wenn ich jetzt in Unternehmen gucke, wo es zum Beispiel Veränderungsprozesse gibt und die verschiedene Abteilungen in Unternehmen betreffen. Ne? Dann kann ich zwar schon Einfluss nehmen, aber das hängt natürlich immer noch, ne, der Erfolg meiner Handlungen und so weiter hängt immer noch auch davon ab, wie die anderen Abteilungen darauf reagieren, ob sie mitziehen, ob ich sie motivieren kann, wie auch immer. Und wenn ich es aber schaffe, meinen Einfluss, also den Steuerungsbereich, so groß wie möglich zu machen, das heißt wirklich auf das Gelbe vom Ei zu fokussieren, ne, weil das ist ja das Leckerste. An der Stelle hängt es ein bisschen, wenn ich mit Veganern spreche, weil, ne, die können mit Eiern nicht so viel anfangen, aber ich hoffe, das Bild ist trotzdem einprägsam. Das Gelbe vom Ei ist das Gute, das will man haben. Dass dann sozusagen, wenn ich darauf fokussiere, ich mich eben sehr selbstwirksam fühle, dass ich einfach auch merke, dass ich handlungsfähig bin, und mich nicht verliere in den ganzen Dingen, die von außen auf mich einströmen, und wo ich aber nichts machen kann, ne? Also Entscheidungen, die die Politik
trifft, kann ich nicht sofort direkt beeinflussen. Ob irgendwo ein Krieg ausbricht, kann ich nicht sofort beeinflussen. Was die Geschäftsführung entscheidet, kann ich nicht sofort beeinflussen. Und deswegen da immer gut zu gucken, einmal das Modell vielleicht zu nutzen, um zu gucken, okay, was ist denn alles so in meiner Pfanne? Ne? Also habe ich neben dem Ei vielleicht noch andere Rahmenbedingungen, die da so rumschwimmen in der Pfanne? Kann ich vielleicht auch ein paar ausblenden? Ne, oder sie einfach da sein lassen, aber eben dann auch gucken, wie kann ich bei den ganzen verschiedenen Themen wirklich meinen Steuerungsbereich fokussieren und das Gelbe vom Ei fokussieren. Und da würde mich freuen, ne, vielleicht habt ihr einfach noch mal gerade so ein paar Beispiele, was das in eurem Arbeitsleben, in eurem Privatleben vielleicht auch bedeuten kann. Also was sind bei euch Pfannensachen, also Konzernanliegen? Was ist das Weiße vom Ei? Influence, also Einflussthemen. Und was ist das Gelbe vom Ei bei euch? Was könnt ihr selber direkt beeinflussen? Was sind da Beispiele von euch? Könnt ihr einfach sagen oder auch in den Chat schreiben, was euch gerade lieber ist. Die Extrovertierten sagen direkt, was die Introvertierten schreiben, vielleicht lieber. Ich würde gerne ein Beispiel Gerne. bringen. Ja. Und zwar, ich bin ja an einer Hochschule tätig und zentral werden die Abschlussarbeiten vergeben. Ich kann überhaupt gar nicht beeinflussen, wie viele Studierende mir zugewiesen werden. Das ist quasi die Pfanne. Ich kann mit meinem Weißen, aber im Sinne von, wie beschreibe ich meine Themen, ein bisschen beeinflussen, ob Studierende die attraktiv finden, im Vergleich vielleicht auch zu anderen angebotenen Themen, die dann in dem zentralen Katalog stehen. Und beim Gelben von Ei ist es dann die spezifische Ausgestaltung der Themen und dass ich beispielsweise mehrere Studierende einem gemeinsamen Thema zuordne, damit die Diskussionspartner haben. Das ist für mich Ja. so ein Ja. Fun-Beispiel, glaube ich. Ja. Ja, sehr cool. Genau, danke. Was mir da auch noch ergänzend einfällt, zum Gelben vom Ei, wie du den Kontakt gestaltest mit den Studierenden. Das liegt auch total in deinem Steuerungsbereich. Zumindest, wenn du dich gut steuern kannst. Stimmt. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie so diverse Nächte mit kleinen Kindern und so waren, aber so Richtig. grundsätzlich Genau. gehört das eher ins Gelbe vom Ei. Ja, genau. Ja. Ja, vielleicht, ja, gerne, Sieglind. Ich arbeite auch manchmal mit dem Circle of Control in den Leadership-Ausbildungen. Ja. Vielmal arbeite ich mit den Leuten, bringen sie herausfordernde Führungssituationen. Und dann geht es natürlich los, dass sie in dem Sinn so ein bisschen beschreiben, was alles nicht gut ist. Und ganz im Sinn, wie wir schon gehört haben, ist wichtig, sie mal ein bisschen in die Analysephase zu lassen. Und nachher kann der Circle of Control recht viel helfen, um einfach auch genau zu schauen, in welchem Bereich sie sich finden. Ja. Und vielmal ändern wir dann im Thema Führung rufen. Also, wie kann ich in dem richtigen Führung rufen, Entscheidungsgrundlagen so klar zusammenstellen, damit ich in dem Sinne den Entscheidungsprozess eben durchsteuern kann. Wie kann ich meine Führungsperson optimal unterstützen? Einerseits, dass die sich so auch ein bisschen profilieren kann und andererseits und vor allem, dass sie in eine Richtung entscheiden, die in meinem Sinn ist. Ja, super Beispiel. Dankeschön. Ja. Ja, da erlebe ich es auch als super wertvoll, dass man auch einfach das mal ja, sich auch angucken kann, wie viele Themen habe ich und was gehört wozu. Und das so ein bisschen sortieren. Ne? Also ich sage auch immer ganz oft, die Hauptaufgabe eines Coaches ist beim Sortieren helfen von Themen, von Anliegen. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, gibt es noch Themen, die von euch zum Thema dysfunktionale Denkmuster Circle of Influence geteilt werden möchten oder Fragen dazu vielleicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. 3 von 4, genau. Und zwar haben wir hier das Thema Motivationspsychologie. Ich kann mich tatsächlich noch sehr gut an mein Studium erinnern, an manche Situationen und die Zwei-Faktoren-Theorie gehörte dazu. Ich habe sie nicht so sehr gemocht. Ich dachte immer so, Irgendwie weiß ich auch nicht. Die war schwer für mich. Und als ich dann aber den Praxisfall gesehen hatte, dann war es plötzlich für mich total eingängig. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, von Frederik Herzberg veröffentlicht die Zwei-Faktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit. Ich zoome hier auch gerne noch mal ein bisschen rein.
Und zwar besagt die ja, dass es sozusagen nicht nur ein Kontinuum gibt von Unzufriedenheit zu Zufriedenheit, sondern dass bestimmte Faktoren darauf einwirken, ob es eine Abwesenheit von Unzufriedenheit gibt. Also das wäre für mich dann eher wie so eine Art neutraler Zustand. Und dass es andere Faktoren sind, die zu Zufriedenheit führen. Und die Hygienefaktoren, das seht ihr eben hier links in der Grafik, das sind die, die eben darüber entscheiden, empfinde ich eine hohe Unzufriedenheit, dann wäre ich halt hier in dem Minusbereich, oder erlebe ich einfach die Abwesenheit von Unzufriedenheit, also keine Unzufriedenheit. Und da bin ich dann sozusagen in einem neutralen Bereich. Und die sind in der Regel extrinsisch. Das heißt, wenn man sich das jetzt anguckt, das kann ja in der Wissenschaft genauso sein wie auch in der Wirtschaft oder in Unternehmen, dass Hygienefaktoren häufig die sind, die extrinsisch sind, ne? Also wie ist die Personalpolitik, wie ist die Entlohnung, wie sind auch die Arbeitsbedingungen, Räumlichkeiten, Büro, ne? Also alles wieder die Dinge, wenn wir jetzt bei dem Circle bleiben, die ich nicht beeinflussen kann häufig oder vielleicht nur bis zu einem gewissen Teil. Und dass aber, wenn ich wirklich auf Zufriedenheit ausgehen möchte, es dann hilft, die intrinsischen Motivatoren einfach zu bedienen. Das heißt, auch zu gucken, schaffe ich eine Umgebung, in denen Menschen Leistung und Erfolg zeigen können? Bringe ich Anerkennung rüber? Wie gestalte ich auch die Arbeitsinhalte? Das ist ein bisschen das, was Claudia gerade erzählt hatte, ne? Mit dem ich kann überlegen, welche Themen ich denn anbiete. Und natürlich auch, wie viel Verantwortung kann ich denn auch Menschen lassen in Entscheidungsprozessen beispielsweise. Und hier ist es ja meistens so, weil das kenne ich ganz oft, wenn ich auch in der Führungskräfteentwicklung tätig bin, dass dann, ne, ganz schnell gesagt wird, ja, ich weiß gar nicht, wie ich meine Leute motivieren soll. Da denke ich immer so, grätsche ich schon mal rein. Erster Denkfehler, du musst nicht motivieren, die Leute sind motiviert. Guck, dass du sie nicht demotivierst. So, ne? Ein bisschen kecker Spruch von mir. Und vor allem, dann kommt immer ganz oft, ja, ich kann ihnen ja nicht jedes Jahr mehr Geld geben. Ja, genau, solltest du auch vermeiden, weil das wirkt sich sogar negativ auf Motivation aus. Wenn du immer Dinge, die sie eigentlich von sich aus gerne tun, mit irgendwas belohnst, dann untergräbst du das, ne? Also das wäre ja das Modell dahinter. Und deswegen finde ich das so ein spannendes Thema, weil einfach ganz oft der Blick gar nicht da ist, dass irgendwas groß gemacht werden muss, sondern dass ich einfach nur einen Raum schaffen muss, wo Personen Leistung zeigen können, wo ich ihnen mit Anerkennung und Wertschätzung gegenübertrete und wo ich eben auch über die Art der Arbeitsinhalte, zum Beispiel stärkenorientiert oder auch die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, ganz viel gestalten kann, ohne dass ich irgendwie in die Tasche greifen muss und es irgendwie teuer wird. Und eine Möglichkeit, die ich in dem Zusammenhang super gerne nutze, ist das Delegation Board oder Delegation Poker. Kennt ihr vielleicht auch? Also ein bisschen ähnlich von dem, was wir gerade schon gesehen haben, von Elmar mit dem, wie hieß es? Das war auch ein Poker, Personality Poker. Genau, ne? Delegation Poker. Vielleicht da auch gerne noch mal eine Eins in den Chat, wer das schon kennt. Ja. Thomas kennt es noch nicht? Ja, genau. Gerne auch eine 2, wenn ihr es nicht kennt, genau. Ja, super, genau. Ne? Also auch wieder ein bisschen gemischt, die Gruppe. Ja. Also hier ist es so, dass ihr sozusagen beim Delegation Board habt ihr eine, ich nenne das gerne wie so ein Pendel. Ne? Also sonst wird das schon mal in Stufen dargestellt, aber für mich ist das gar nicht so sehr, was oben ist und was unten ist, sondern ich finde dieses Pendel irgendwie geeigneter als Bild. Und du hast verschiedene Situationen. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite aus Sicht der Führungskraft, würde man das jetzt machen. Ne? Wenn wir ganz links auf dem Delegation Board sind, dann hat die Führungskraft die volle Entscheidungsgewalt und sie sagt, ich entscheide und sage euch, macht das so. Wenn wir auf der zweiten Stufe sind, sagt die Führungskraft, ich überzeuge euch von. Ich entscheide das zwar, aber ich erkläre euch auch, warum wir was machen. Ne? Und versuche euch auch zu überzeugen, das so zu machen, dass ihr das einseht, dass das der richtige Weg ist. Bei der dritten Stufe würde die Führungskraft befragen. Das heißt, sie fragt das Team nach der Meinung, weil da sind ja vielleicht auch Experten drin. Und dann würde sie trotzdem die Entscheidung treffen. Ne? Aber sie lässt sich beraten vom Team. Ja, es ist ein bisschen wie Hörst ja in Blanchard, genau. Können wir vielleicht gleich nochmal gucken, ne, was da so die Parallelen sind. Dankeschön, genau. Auf der vierten Stufe, das wäre sozusagen die in der Mitte, ne, wo das Pendel ganz gerade hängt. Wir einigen uns. Das heißt, es werden alle Argumente, alle Themen auf den Tisch gepackt, dann wird sich geeinigt und eine Entscheidung getroffen. Bei der fünften Stufe, dem Beraten, sagt man, ich berate euch und ihr entscheidet. Das heißt, die Führungskraft
gibt noch ein bisschen was aus Ihrer Sicht rein. In der Regel eignet sich das sehr gut für Entscheidungsprozesse, wo es vielleicht auch um strategische Aspekte geht, ne, die das Team vielleicht gar nicht so eins zu eins kennt oder ne, wo es noch wichtig ist, vielleicht auch bestimmte unternehmensspezifische Themen zu betrachten oder auch gewisse Budgetdinge zu betrachten. Und das heißt, die Führungskraft berät, aber die Entscheidung liegt beim Team. Und auf der sechsten Stufe ist es so, dass ihr, also das Team entscheidet und dann die Führungskraft entscheidet. Im Original heißt es ein bisschen anders. Im Original heißt es, ihr entscheidet und ich frage nach. Das finde ich nur im Arbeitsalltag total unpraktisch, weil ich will ja nicht fünfmal nachfragen und hören, wir haben die Entscheidung noch nicht getroffen. Deswegen habe ich hier unter Praxisaspekten das ein bisschen verändert. Genau, und die siebte Stufe ist dann die, ich delegiere, es ist eure Verantwortung und ich will sogar nicht mal was davon hören. Und in der Praxis nutze ich das halt gerne so, dass man das entweder nehmen kann in Führungskräfte-Coachings, das heißt, ich lege dieses Delegation Board einer Führungskraft hin und wir gucken mal, auf welchen Stufen triffst du denn schon Entscheidungen? Und optimalerweise werden die Entscheidungen auf verschiedenen Stufen getroffen, ne? Und ich sozusagen fülle die Range aus, ne? Weil ich eben rechts dem Team oder meinem Gegenüber kann auch sich auf einzelne Mitarbeitende beziehen, mehr Verantwortung gebe als auf der linken Seite. Und dann können wir so ein bisschen gucken, was sind die Präferenzen einer Führungskraft und nutzt die schon alle Bereiche. Und dann kann man eben gucken, welche könnten denn noch ergänzt werden. Und in Teamworkshops, die ich im Übrigen auch am liebsten mit den Führungskräften gemeinsam mache, also ich lasse mich nicht so gern beauftragen von der Führungskraft, die dann möchte, dass ich ihr Team mal arbeitsfähig mache, sondern meistens mache ich das dann so, dass ich die Führungskraft einlade und sage, dann seid doch auch mit dabei, ne? Vielleicht lernt ihr noch was voneinander. Und dann mache ich das gerne, dass die Führungskräfte und Teams miteinander wirklich auch das Delegation Poker spielen. Also das gibt es von Jürgen Apillo. Aber ich habe eben auch eine Version erstellt, die seht ihr hier, die kann man auch käuflich erwerben. Und dann hat wirklich jeder so ein Set von den Karten in der Hand. Es gibt dann noch eine siebte Karte, die heißt, ist mir nicht klar genug zu entscheiden. Dann hat jeder die Karten in der Hand. Wir schreiben eine Entscheidungssituation in die Mitte, also sowas wie Urlaubsplanung, ne? Also wer entscheidet, wer wann Urlaub haben darf. Dann kommt diese Entscheidungskarte in die Mitte. Jeder sucht sich verdeckt eine Karte aus, auf welcher Stufe man meint, dass diese Entscheidung getroffen werden sollte. Und wenn alle eine Karte gewählt haben, dann werden die offen hingelegt. Und dann hat man auf einen Blick sehr schön sofort einen Überblick darüber, wie einig sind wir uns und gibt es Unterschiede. Und manchmal gibt es dann Entscheidungssituationen, wo man merkt, da sind die Personen sehr nah beieinander, dann ist es vielleicht, bewegt es sich zwischen 4 und 5. Aber manchmal hat man tatsächlich auch, ne, dass manche eine 2 haben und manche eine 6 oder sogar eine 7. Und dann wird es spannend, weil dann kommen wir endlich dahin, miteinander zu sprechen und mal uns darüber auszutauschen, was unsere Perspektiven sind, unsere Erwartungen sind, warum wir glauben, dass das die richtige Stufe ist. Und dann ist sozusagen der erste Schritt, erstmal den Austausch, zu wagen. Und dann, ne, erzählen zu lassen, ich habe gesehen, ne, 2 Personen haben eine 7, warum habt ihr denn die 7? Dann erzählen die das. Und dann gehe ich erstmal so durch und gucke die verschiedenen Kartenebenen durch. Und dann entscheiden wir am Ende, entscheiden wir uns für eine Stufe, die für alle sinnvoll ist. Genau. Und dann wäre es eben so, dass dann, wenn alle Perspektiven ausgetauscht sind, man dann guckt, okay, was könnte denn jetzt eine sinnvolle Variante sein? Weil manchmal merkt man, ah, ich habe die Karte falsch verstanden oder ah, unter den und den Rahmenbedingungen sehe ich das auch so. Ne? Also oft gibt es dann schon die Möglichkeit, dass es zu einer Einigung kommt. Und dann würde man einfach sagen, okay, und dann mache ich eine besondere Entscheidungssituation. Vielleicht kennt ihr das, das ist Konsententscheidung. Das heißt, ich frage alle, sind alle damit einverstanden, dass künftig das Thema Urlaubsentscheidung auf Stufe 5 getroffen wird? Und dann sollen alle also eine kurze Geste machen. Das heißt, Daumen hoch heißt, ja, bin ich total dafür. Daumen zur Seite heißt, boah, ich bin nicht dafür, aber auch nicht dagegen. Wir können es erstmal ausprobieren, ne? Also so nach dem Motto, für den Moment okay. Und das ist die Geste für, ich habe einen begründeten Einwand. Und den kann ich dann nochmal einbringen. Und wenn aber alle bei Daumen hoch oder Daumen zur Seite sind, dann ist die Entscheidung erstmal getroffen. Die kann ja in ein paar Wochen, Monaten nochmal überdacht werden, ne? Wenn man Praxiserfahrung gesammelt hat. Aber die führt halt dazu, dass man sehr viel schneller Entscheidungen treffen kann, als wenn man nur sagt, wer ist dafür, wer ist dagegen. Weil dann hast du wieder eine Pattsituation, dann hast du wieder eine Diskussion. Und meiner Erfahrung nach ist ein begründeter Einwand, wenn er da ist, ist er wichtig, dann muss er besprochen werden.
Und dass man aber sehr viel schneller Entscheidungen trifft mit, wenn diese beiden vorliegen. Und dann würde sozusagen visualisiert, ne, entweder auf einem Whiteboard oder auf einer Pinnwand, habe ich dann diese verschiedenen Stufen auch einfach an der Seite. Und dann würde die Entscheidungskarte mit dem Thema Urlaub, würde dann unter die Stufe 5 gepackt. Ja? Dann kommt das nächste Entscheidungsthema. Und dann würde man das Prozedere wieder machen und dann würde die Entscheidung wieder unter einer der Stufen hängen. Und so hat das Team und die Führungskraft gemeinsam einen Überblick darüber, welche Entscheidungen werden von wem getroffen. Und das finde ich extrem wirkungsvoll. Ja, einmal, weil wirklich auch die Personen sich, ne, auf verschiedenen Ebenen, weil die Entscheidungen gut getroffen werden, man weiß, wer trifft welche Entscheidung. Aber auch, weil das Team auch da wieder sich über den Austausch der verschiedenen Perspektiven einfach viel besser kennenlernt. Ja, genau, wirkungsvoll, weil klar, super schön. Ja, das freut mich sehr. Genau. Okay. Darf Sehr ich schön. dazu Gerne, etwas Daniel, ja. nachfragen? Also begründeter Einwand, das leuchtet mir ein. Wenn aber jemand in einer Gruppe dann einen Einwand bringt oder eine Begründung bringt, die den anderen nicht einleuchtet, wie geht man dann damit um? Also, weil dann ist auch wieder die Frage, ja, wer entscheidet jetzt, ob dieser Einwand plausibel sei oder nicht? Ja, Also also ja, da mache ich es mir in der Regel leicht und sage, was bräuchtest du denn, um die Entscheidung mitzugehen? Also ich lege die Lösung wieder zu der Person. Und frage, was bräuchtest du denn, um diese Entscheidung mitzugehen? Ne? Weil manchmal geht es dann darum, ja, wir können es ausprobieren, aber mir ist wichtig, dass wir es in 6 Wochen nochmal besprechen. Kommt natürlich ein bisschen auf die Art des begründeten Einwands an. Ne? Wenn jetzt, ne? Oder wenn das auch deutlich wird, dann sage ich, okay, guck mal, das ist ja spannend. Also für dich ist das sehr begründet, für den Rest des Teams nicht. Wie kommt denn das? Warum ist dir das so wichtig? Und dann gehe ich erstmal wieder ins Forschen und würde nachfragen, warum ist das so unterschiedlich? Und dann ist natürlich auch da, und das ist ja immer die Krux bei Teamarbeit, immer die Frage, sind meine individuellen Ziele wichtiger oder die Teamziele? Und auch das ist bei manchen ja unterschiedlich stark ausgeprägt, ne? Also manche haben einfach sehr stark ihre persönlichen Ziele im Blick. Und dann kann es zum Beispiel auch helfen, da nochmal drauf zu gucken, zu sagen, ah, okay, dir ist es persönlich sehr wichtig, wenn wir jetzt auf das Gesamtteam gucken und auf die Gesamtaufgabe, was wäre denn da hilfreich? Und meistens fühlen sich die Personen dann eingeladen, das mal auszuprobieren. Genau. Aber ne, es kommt sehr darauf an, was der begründete Einwand ist. Genau. Und es kann natürlich sein, dass es dann auch ein bisschen nochmal in Diskussion kommt, aber das macht die Teams miteinander nicht dümmer. Ja, noch Verständnisfragen zu diesem Modell. Okay, weil dann würde ich sagen, wir packen euch einfach nochmal ganz kurz in Breakouts, dass ihr euch dazu nochmal kurz austauschen könnt. Und zwar möchte ich euch einladen, euch selber nochmal zu reflektieren und miteinander auszutauschen, auf welcher Stufe ihr üblicherweise Entscheidungen trefft. Ne? Also ihr könnt daran denken, wenn ihr selber Führungskraft seid, wie ihr die trefft in Bezug auf euer Team oder in Bezug auf eure Kunden oder in Bezug, wenn ihr selber Mitarbeitende seid, wie eure Führungskraft das mit euch macht. Also was ist sozusagen das, was ihr am häufigsten erlebt bei euch im Arbeitsalltag? Genau, und ich würde sagen, Claudi, vielleicht 10 Minuten. Passt das für euch auch? Sind 10 Minuten okay? Kurzes Nicken, ja? Haben wir ein bisschen mehr als eben, falls ihr euch doch noch vorstellen müsst, dann könnt ihr jetzt auch inhaltlich einsteigen. Sehr schön, da seid ihr wieder. Herzlich willkommen zurück. Gibt es etwas, was ihr teilen möchtet, was noch eure Erfahrungen waren, was noch gerne in diese Runde gehört zum Thema Motivationspsychologie oder auch Delegation, Poker und Board? Ist auch eine Frage offen geblieben. Okay. Dann vielen Dank an der Stelle. Ein paar Bücher, die mich in den letzten Jahren sehr inspiriert haben und eins, was ich selber geschrieben habe. Das ist der Werbeblock, ne? Achtung, das ist das ganz recht. Genau, also Online-Team-Hacks für die Zusammenarbeit in Online-Teams und ein paar andere, die mich aber auch, ne, gerade so was so das Thema positive Psychologie, neue Managementmodelle, auch Achtsamkeit sehr beeinflusst haben, positiv. Einfach noch so ein paar Buchtipps, was mir geholfen hat, was mich inspiriert. Genau, und könnt ihr ja gerne schauen, ob da für euch auch was dabei ist. Vielleicht kennt ihr das auch. Und ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn es von euch auch noch Vernetzungsanfragen gibt. Der ein oder andere hat sich ja vielleicht mit mir auch schon
vernetzt. Freue ich mich sehr, wenn wir da weiter auch noch in Kontakt bleiben können. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, Claudia, hast du noch ein paar Abschlussworte? Ja, genau. Ja. Ich wollte mich bedanken für die tollen Impulse und Inspirationen aus allen Richtungen von dir, Kathi, aber eben auch von allen Teilnehmenden hier. Es war ganz wunderbar, hat mir riesige Freude gemacht und es ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte für dieses neue Eventformat, dass genau diese Art des Austausches passiert. Deshalb ganz vielen Dank dafür. Unser nächstes Event vom Psychalumni wartet auch schon sozusagen an der Türe. Nächste Woche am 26.06. geht es weiter. Da haben wir das Psychalumni Networking Event. Die Infos dazu gibt es auf der Webseite und ja auch per E-Mail, einfach mit Informationen dazu. Ansonsten vielen Dank für alles und ich wünsche allen einen schönen Resttag und eine sehr angenehme Woche. Bis bald. Habt euch Geht's wohl. aber. Danke. Tschüss.